Kann ich? Ich zieh zuerst. Ich würde auch. Nee, Alter, Frau Schönheit. Können wir das ausschneiden? So, liebe Camilla. Das interessiert mich auch sehr. Warum waren deine Eltern mal so richtig krass sauer auf dich? Boah. Mir würde ja jetzt schon was einfallen. Warum du auf mich sauer wärst, oder was? Wahrscheinlich, wenn ich hier irgendwo was liegen gelassen habe oder so. Ah, losfahren zu einem Auswärtsspiel. Vielleicht schon so 45 Minuten unterwegs sein. Und dann, Skimann schon mal vergessen oder so. Und dann seid ihr zurückgefahren? Ja, klar. Was sind das? Sind echt tolle Eltern. Ja, Wahnsinn. Sauer, aber tolle Eltern. Sauer, aber toll. Gut. Danke nochmal. Grüße gehen raus an Camillas Eltern. An der Stelle, genau. Ja. Okay. Wofür gibst du gerne viel Geld aus? Ich gehe gerne in Cafés, muss ich sagen. Da lecker Kaffeekuchen. Ist jetzt vielleicht nicht die große Summe, aber dann die Anzahl an Kaffeebesuchen macht es dann halt. Ja, kann ich verstehen. Ja. Ist doch gut. Gut. Weiter. Bleiben wir doch gleich beim Essen. Auf welche verrückte Essenskombi stehst du, die andere ekelig finden? Boah. Ich esse nicht so viele ausgefallene Sachen. Hast du was? Nee, auch nicht. Ich esse alles eigentlich. Ja. Außer Butter. Ah, okay. Ja. Nee, ich habe keine Kombination, aber ich weiß eine Sache, die esse ich nicht, natürlich nicht viel, aber so, was ich so ganz lecker finde. Was manche aber total eklig finden, sind an Ostern, wenn es diese Fondant-Nester und so gibt. Kennst du das? Nee. Ich find's gut, andere finden es total schrecklich. Okay. Ja. Aber sonst, ich habe jetzt keine wilden Kombis irgendwie. Ist ja langweilig. Ja. Achso, ich bin gleich dran. Entschuldigung. Ich habe noch eine Frage. Welches war das schönste Land, in dem du je warst? Schönste Land? Einfache Frage. Das finde ich gar nicht so einfach zu beantworten. Mhm. Ich war schon in mehreren Ländern und würde auch noch gerne viele andere Länder sehen. Mhm. Ich war jetzt oft auf Sizilien und finde es da wirklich sehr, sehr schön. Ja, ich liebe das Meer. Ich würde so sagen Italien. Oder? Ja, gehört ja mit dazu, ne? Ja. Nee, finde ich gut, fand ich auch sehr schön. Fand ich auch schön. Man muss nicht immer ganz weit wegfahren, um tolle Länder zu sehen. Du sagst es. Gibt es jetzt nur eine richtige Antwort für dich? Verbox nicht. Was macht einen schlechten Tag für dich auf Anhieb besser? Also so zum Beispiel manchmal Kaffee trinken mit der Lisa. Ich wollte gerade sagen, was? Sowas. Ja. Nee, eine gute Zeit. Einen guten Lacher mit einer guten Freundin. Das würde ich sagen. Ja, da geht es mir genauso. Ja, wenn ich dich morgens sehe, wenn du in den Frühstücksraum reinkommst, das strahlende Gesicht. Ach, so schön hier. Ach, super. Oh. Oh. Perfekt. Erzähl uns einen Witz. Nee. Also, ich bin echt schlecht im Witze erzählen. Es ist mir so spontane Komik immer. Ja. Okay, ja. Also. Erzählst täglich Witze. Muss jetzt nicht sein. Ja, nee, erstmal seriös. Also, so Witze erzählen finde ich gar nicht witzig. Ich das gar nicht meins. Kann das mal ein bisschen näher zu mir rüber? Kann das sonst nicht dran. Wie sieht ein perfekter, freier Sonntag für dich aus? Oh. Wenn man den denn dann mal hat, ne? Wenn man den mal hat, ja. Am besten so ein bisschen ausschlafen. Dann großes Frühstück, am besten mit der Familie. Also alles, was man
für so ein großes Frühstück braucht. Und am besten ist schönes Wetter, man kann ein bisschen rausgehen. Vielleicht ist nachmittags ein Fußballspiel, was man sich angucken kann. Schon wieder Fußball? Ja. Jeden Tag. Nee, ohne Fußball. Aber du bist frei. Ja, das gehört dazu. Okay. Ja, so in etwa. Und dann natürlich am Nachmittag die Lisa besuchen. Genau, der Kaffee mit Lisa. Aber nur, wenn ich schlecht drauf bin vorher. Stimmt, hast recht. Nee, soll ja ein schöner Sonntag sein. Wofür kann man dich mitten in der Nacht wecken und du bist sofort dabei? Also grundsätzlich schlafe ich echt tief. Erstmal okay. Erfolg. So, weiter schlafen? Bin ich sofort dabei. Weiter schlafen. Naja, also wenn jemand meine Hilfe braucht, von Freunden, Freundinnen aus der Familie, dann ist es egal, wie früh oder wie spät es ist, dann kann man mich immer anrufen. Und natürlich wird es jetzt immer ein bisschen schwieriger mit rausgehen und feiern gehen, aber auch da konnten mich früher Freunde mitten in der Nacht anrufen, wenn ich schon geschlafen habe. Kommst du noch raus? Ach, wir sind noch unterwegs. Und oh wow. Okay, komme. Okay, nicht schlecht. Ja. Ja. Heutzutage natürlich nicht mehr, aber wobei, mal gucken. Wenn danach ein freier Sonntag ist. Genau, wenn der Sonntag frei ist danach. So. Wie reagierst du, wenn jemand total spontan seinen Besuch ankündigt? Kommt drauf an, wer es ist. Wahrscheinlich erstmal gestresst. Ja? Ja, aber nee, wenn es schöner Besuch ist, ist doch schön. Und dann bereitest du ein bisschen was vor? Und dann bereite ich ein bisschen was vor. Als erstes räume ich vielleicht ein bisschen auf. ja, doch. Also ist abhängig, je nachdem, wer sich vielleicht ankündigt. Ja, stimmt. Es gibt ja auch anstrengende Freunde. Es gibt spannende Freunde. Genau, ihr wisst jetzt, wer ihr seid. Nein. Ja, unterschiedlich, situationsabhängig. Okay, letzte Frage. In welcher Sache wärst du gerne richtig gut? Boah, muss man das auf eine Sache beschränken? Also, führ aus. Aber noch Zeit. Ist ja die letzte, ne? Nein, ich weiß nicht, ich glaube, man muss nicht in einer Sache so richtig gut sein, sondern es ist total schön, wenn man in vielen Sachen sehr gut aufgestellt ist irgendwie. Mhm. Also jetzt unabhängig vom Sport, gewisses Maß an Allgemeinbildung irgendwie, dann mit Menschen umgehen, finde ich irgendwie total schön. Aber wo ich so richtig gut drin sein möchte. So eine Sache, so ein Skill. Ein Skill. Gott, hast du einen Vorschlag? Viele Sprachen gut können. Ha! Zum Beispiel. Gott, ja. Ja, richtig. Nehmen wir das noch. Kennst du das, wenn man manchmal selber dann so unter Druck für sich ist? Nee, habe ich bisher jetzt noch gar nicht. Ich würde sehr gerne sehr viele Sprachen sprechen, ja. Stimmt. Ja, das ist doch was Schönes. Dann fangen wir doch jetzt an. Ja. Können wir mit Nuria Spanisch lernen. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Ciao. Arrivederci. Au revoir. Buenas noches. Tschüss.